Mein Name ist Dr. Martina Schmuck-Wellhausen. Ich bin Fachtierärztin für Kleintiere und arbeite in der wunderschönen Stadt Hamburg. In diesem Video möchte ich Reptilienhaltern erklären, woran sie möglichst frühzeitig erkennen, dass ihre Schlange, ihre Echse oder ihre Schildkröte erkrankt ist, sodass sie möglichst frühzeitig handeln können und beispielsweise einen Tierarzt aufsuchen können. In der alltäglichen Praxis begegnen mir häufig Reptilien, die schon länger krank sind, aber es den Besitzern einfach nicht aufgefallen ist. Und das macht häufig die Therapie dann doch schwierig und langwierig. Was kann ich als Reptilienhalter denn nun machen, damit ich möglichst schnell erkenne, dass es meiner Schlange oder meiner Schildkröte gar nicht gut geht? Zunächst einmal sollte man immer darauf achten, ob sich etwas verändert. Das sind erstmal die Dinge, die ich tun kann, ohne das Tier überhaupt berühren zu müssen oder in die Hand nehmen zu müssen. Das ist einfach, dass ich mir anschaue, verhält sich mein Tier normal wie immer? Oder frisst es vielleicht schlechter? Mache ich mir vielleicht eine kleine Liste, einen Eintrag im Kalender, wann ich gefüttert habe, ob die Fütterung geklappt hat, ob das Tier gefressen hat? Dann sollte ich mir angucken, ob das Tier sich genauso bewegt wie immer. Ist die Bewegung vielleicht eingeschränkt? Wirkt das Tier doch ruhig zurückgezogen? Das sind so die Dinge, die ich schon beurteilen kann, ohne überhaupt in das Terrarium hineingegriffen zu haben. Eine dritte Möglichkeit ist, dass man erstmal schaut, wie sieht das Tier von außen eigentlich aus? Hat sich am Kopf etwas verändert? Wirken beispielsweise die Augen vielleicht geschwollen? Oder aber ist am Körper etwas verändert? Ist zum Beispiel einer Schlange eine Asymmetrie zu erkennen? Diese Punkte, die man von außen wirklich gut erkennen kann, geben oft einen Hinweis darauf, dass womöglich etwas nicht stimmt. Wenn ich nun genauer schauen möchte, und das sollte ich auch als Tierbesitzer immer machen, dann komme ich nicht umhin, das Tier aus dem Terrarium rauszunehmen und es mir aus der Nähe zu betrachten. Und das mag bei einigen Tieren, wie beispielsweise einer freundlichen Schildkröte, noch relativ einfach sein, aber es gibt tatsächlich auch Reptilienbesitzer, die Angst haben, die Schlange aus dem Terrarium herauszunehmen. Deshalb rate ich jedem Reptilienbesitzer, das einfach zu üben. Denn wenn man das mit viel Ruhe und Geduld übt, wird man sich und das Tier auch gut daran gewöhnen. Man braucht auch keine Angst zu haben, dass man womöglich gebissen wird. Nun habe ich die Schlange aus dem Terrarium rausgenommen und schaue sie mir erst einmal an. Ich schaue erstmal, ob mir äußerlich am Schuppenkleid etwas auffällt, ob da vielleicht Auflagerungen sind, ob da vielleicht Verletzungen sind oder aber auch irgendwie Knötchen oder kleine Krusten. Das gibt mir schon mal einen Hinweis darauf, dass vielleicht etwas nicht in Ordnung ist. Dann sollte ich, vielleicht nicht gerade nach der Fütterung, denn dann wird man natürlich das Futtertier sehen, einmal den Schlangenkörper auch abtasten und genau betrachten, wirklich von vorne bis ganz nach hinten, ob ich eine Asymmetrie sehe, ob irgendwo vielleicht eine innere Schwellung vorhanden ist, die nicht normal, nicht physiologisch ist. Auch sollte ich mir vorne am Kopf, das geht ganz gut, wenn man hinter dem Kopf das Tier fixiert, den Kopf einmal von vorne betrachten. Gibt es eine Asymmetrie am Kopf? Gibt es eine Asymmetrie am Maul? Wie sehen die Augen aus? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn das Tier sich häutet, häutet sich das Tier normal oder sehe ich Reste von der Häutung, die vielleicht möglicherweise durch eine nicht ausreichende Luftfeuchtigkeit nicht abgegangen sind? Hat das Tier Probleme, Schwäche, sich zu häuten? Haben die Augen, hat sich das alles mitgehäutet? Das sind Bereiche, die man wirklich als Tierbesitzer sich anschauen muss. Dann kann man auch in das Maul hineinschauen, möglicherweise mit frisch gewaschenen und desinfizierten Fingern. Wenn das Tier wirklich sehr freundlich ist, kann ich das Maul vorsichtig öffnen, kann mir die Schleimhaut ein bisschen anschauen. Ist diese rosig? Sieht alles im Maul normal aus? Ist alles glatt und glänzend? Und gibt es keine Auflagerungen oder Verletzungen innerhalb des Mauls? Auch der Kloakenbereich ist ein ganz wichtiger Bereich. Ich sollte ihn mir immer einmal anschauen, regelmäßig. Ich würde mindestens einmal die Woche mein Tier wirklich komplett anschauen, um sicher zu sein, dass da nichts
irgendwie Krankhaftes zu finden ist. In der Kloakenregion, die sollte trocken sein, sollten keine blutigen Auflagerungen dort sein. Die Schleimhaut sollte ebenfalls rosig sein. Und wenn diese Punkte alle erfüllt sind, kann man davon ausgehen, dass es dem Tier gut geht. Ein weiterer Punkt sind mögliche Parasiten. Diese können natürlich im Tier oder auf dem Tier sein. Parasiten kann man natürlich nicht immer mit dem bloßen Auge sehen, aber Milben zum Beispiel auf dem Tier kann man wirklich erkennen, kleine Punkte, manchmal bewegen die sich auch und dann weiß man, dass man reagieren muss. Regelmäßige Untersuchungen beim Tierarzt auf Parasiten sind absolut sinnvoll. Wenn Sie diese Punkte alle berücksichtigen und sich mit vielleicht Abständen, die Sie sich im Kalender notieren, Ihr Tier genau betrachten, dann können Sie frühzeitig reagieren, wenn etwas nicht stimmt. Was ich jedem Tierbesitzer zudem rate, ist, dass es sein Tier regelmäßig wiegt. Ich weiß, dass das Wort regelmäßig sehr oft jetzt vorgekommen ist, aber es ist tatsächlich ganz wichtig. Und wenn dann plötzlich ein Gewichtsverlust aufgetreten ist, einen, den man vielleicht am Tier noch gar nicht gesehen hat, dann weiß man, oh, vielleicht, es stimmt etwas nicht. Ich muss jetzt reagieren, mein Tier ist womöglich krank und dann sucht man ein Tier jetzt auf, bevor es im schlechtesten Fall zu spät ist.